Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moments Jakob von den Frakta und ich bin jetzt 1648. Mal ganz kurz. Nee. Nee. Also wenn ich das richtig sehe, müssen wir uns ja jetzt wirklich um jede Stadt schlagen. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Gebt den Befehl, dann reißen wir die Mauern ein. Nee, die hungern wir aus. Das hatte ich mir schon mal überlegt, das macht halt echt keinen Sinn. Aber da ist jemand soweit fertig. Du bleibst drin und du kriegst, sagen wir mal... Kaiser! Ja, mein Kaiser? Ja, edler Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Seid gegrüßt, mein Kaiser! Kaiser! Ja, Kaiser! Verbinden die Truppen! Ihr wünscht? Kaiser! Genau, Torgau macht Aushebung. Das ist halt echt noch eine Sache. Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Wollt mir da direkt schlagen oder erst nächste Runde, wenn der noch heran ist? Ja? Schlage das Lager auf. Lasst uns... Wen soll ich zerschlagen? Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Wir halten hier... Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Marschiere. Ich denke, wir sollten zahlenmäßig Überlegenheit nutzen. Zumal uns danach, wenn ich das richtig sehe, noch Kämpfe mit den Böhmen bevorstehen. Die sammeln ja nicht ihre Truppen, weil sie es irgendwie lustig finden. Ja, Kaiser. Gut. Nun sind sie verloren, Kaiser. Gleich. Wir sind bereit zum Kampf. Belagerungsarmee ist bereit zum Angriff. Vielleicht doch. Man weiß es, ne? Gott, 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 Gott. Also sonst sehe ich gerade nichts, oder? Ach, warte mal, was machen wir mit Stralsund? Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Stralsund. Für den Ruhm des Reiches. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Das könnte verlustreich werden. Hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen, gell? Heiliger Kaiser? Macht nichts. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Kämpft, tapfere Männer. Ihr zieht für den Kaiser in die Schlacht. Wobei das mittlerweile ja stimmt. Wir haben alle Events erfüllt, um protestantischer Kaiser zu sein. Deshalb haben wir ja auch diese protestantische Garde, die wir rekrutieren dürfen. Leibwache, was auch immer. Wir beherrschen alle wichtigeren Provinzen, die laut Skript, glaube ich, wichtig waren. Aachen, Frankfurt, der Kyffhäuser. Dann natürlich mindestens eine gewisse Zahl von Städten, die für die Kurfürsten wichtig sind, oder Kurfürsten oder Städte von Kurfürsten, die in der Hand sind von Protestanten. Ich glaube, das war das Skript irgendwie so. Zu ich glaube, ja, genau. Ich glaube, es fragte ab, ob zum Beispiel Prag, Heidelberg, Berlin. Wobei Berlin ja eigentlich keine Residenzstadt war zu dem Zeitpunkt. Oder? Weiß ich gerade genau. Doch. Potsdam wurde ja, glaube ich, erst später Residenzstadt, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Aber ich glaube, Berlin... Boah, das weiß ich gerade gar nicht genau. Welche Stadt war eine Residenzstadt? Ich habe es ja hier in der Mod so gemacht, dass ich ja die Hohenzollern aus Preußen und die Hohenzollern aus Brandenburg zu einer Fraktion zusammengeschlossen habe.
weil ja der preußische Zweig der Hohenzollern ohne männlichen Erben ausstirbt, hat aber vorher die Hohenzollern-Tochter aus Königsberg mit dem Hohenzollern aus Brandenburg verheiratet. Und dementsprechend fällt ja dann eben das preußisch-hohenzollerische Gebiet eben an die Brandenburger Familie der Hohenzollern, ja, Zweig. Aber in Brandenburg saßen die schon nicht mehr zum Zeitpunkt, oder? Boah, das wüsste ich. Ich schau mal nach. Hab schnell nachgeguckt. Das hat mich nämlich gerade selbst mal interessiert. Also, die erste Residenz der Hohenzollern, dem sie Brandenburg gekriegt haben, war Tangermünde und wurde dann nach Köln verlegt. Also jetzt nicht am Rhein, sondern an der Spree. Also mit C, das auf der Spreeinsel. Und diese Stadt wurde ja erst im 15. Jahrhundert, also nicht wurde, sondern schloss sich im 15. Jahrhundert mit Berlin auf der anderen Seite der Spree zusammen zu einer Doppelstadt. Und in Köln haben die Hohenzollern sich ein Stadtschloss gebaut und haben ihre Residenz ab dem Moment dann in Köln, Berlin oder Berlin-Köln, wie auch immer man die Doppelstadt nennen will, gehabt. Ja. Schön, damit wäre das auch geklärt. Prächtig. Wobei man sagen muss, dass unser brandenburgischer Kurfürst zu dem Zeitpunkt hier ein alter Suffkopf war, der sich vor jeder Verantwortung gedrückt hat und der die meiste Zeit eben im Wald gehockt hat, hat auf Hirsche und Schweine geschossen oder im Spieß gestochen und hat Kartenspiel gesoffen und rumgehurt. Also ich werfe dem das jetzt nicht persönlich vor, aber als leitender Politiker ist das dann eher grenzwertig, aber ja, Monarchien, gell. Und deshalb habe ich die meiste Zeit auf irgendwelchen Jagdschlössern rumgedrückt. So, nachdem wir das jetzt alles geklärt hätten, haltet ihr euch mal Bereitschaft. Wir kennen das Spiel ja schon. Ziel ist es, so schnell wie möglich an die Mauer zu kommen. Die werden uns hier eh ganz schön die Hölle heiß machen. Das ist schon wieder hier so ein... Warte mal, können wir vielleicht irgendwo anders durch? Ist es irgendwo anders günstiger? Nö, da schon mal nicht. Nö. Und da hinten? Ja, nein, sieht auch schlecht aus. Wobei, da ging's. Das ist ein Kanonenturm. Und das auch. Oh, da kriegen wir auch ganz schön Zunder. Ja, das ist aber auch. Da kriegen wir von 4 Tor plus die 3 Zunder. Da nur 2 und Tor. Gut, dann gehen wir doch hier hin. Ja. Das ist mein taktisches Genie. Ja, das hat er sofort richtig erkannt. Schnell! Weiter! Vorwärts! Schnell! Schnell!
Wir werden angegriffen! Wir werden Könntet ihr mal die Äffchen zum Tor durchlassen? Amen! Wäre doch mal echt schick, oder? Rambok ist in Position! Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Verteidigung des Feindes fällt! Der Rambok hat das Tor durchbrochen! Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen! Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Dank sei Gott! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen!
Gut, den Herrn Pfeiffer hat es dahin gerafft. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Komm mal hin. Na Jungs, mach doch mal hin. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Ja, das will ich auch hoffen. Das ist nur Miliz. Seht, wie unser feiger Feind rennt! Ja. Zeigt, den Angriff voranzutreiben! Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind!